Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Heute geht's wieder ein bisschen ans Menschentöten. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier reingehen soll oder nicht. Das ist halt die Frage. Was jetzt halt, eliminiere die beiden. Emily's Aufenthaltsort begibt sich zur Golden Cat. Eliminiere zwei in der Golden Cat, okay. Optionale Aufgaben. Jack Jones, vermissten Mann Crowley. So, ich will jetzt nicht die verfolgen. Ah, okay, das hier oben, also. Gut. Sieh mal schon mal richtig. Alter, ich bin nicht da. Beweg dich nicht so. Der war gut, ey. Geil! Hat er gemerkt? Natürlich nicht! Eine Leiche! Du kannst dich nicht mehr lange verstecken! Verpisst euch, ihr Scheißratten! Eine Leiche! Ich weiß, dass du hier bist. Ja, und wo bist du? Ich werde dich finden. Oh geil, da oben ist was. Oh Mensch, du scheiß Fisch, geh rüber da. Hilf mir doch jemand! Oh, der war gut. Habt ihr das gesehen? Oh, weh. Ich hab gedacht, die gehen auf den los. Das war eigentlich zuerst mein Gedanke. Deswegen. Ja. Also, ich hab gedacht, hier liegt was. Seht ihr, das ist noch von vorhin. Wir waren ja schon mal hier. Als hätten wir vorhin gar nicht hier reingemusst. Anscheinend. Hier liegt was. Das dritte Gebot, wie oft habe ich das schon gelesen? Oh, eine Münze. Schutzmaßnahmen gegen die Seuche. Ich glaube, das kennen wir, glaube ich, auch schon. Kugeln. Yay, 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 yay. Was ist hier? Oh. Bolzen. Slackjaw. Reward of 2000 Coins. For capture or death. Mhm. Junge, Junge, Junge. Du hast vielleicht ein beratendes Gesicht, ey. Weiß nicht irgendwie. Warum kann man das nicht zerstören? Er ist doch unser Freund, oder? Nee, heim direkt, ne? Hallo? Sind das vielleicht... Oh, hier liegt was. Also das kennen wir schon. Ja. Ja, wir fahren hier überall schon. Eigentlich brauche ich hier nicht nachgucken, oder? Was macht ihr denn so? Irgendwas macht komische Geräusche. Ah, ich weiß nicht was. Hä? Hört ihr das? Hui! Komisch. Moller ist Speisen und Gebräuche. Ich bin in Brüssel geboren und aufgewachsen und verbrachte meine prägenden Jahre in unserer kleineren Städte, bevor ich mich im prachtvollen Dunwell niederließ.
In der Hauptstadt lernte ich die schönen Dinge des Lebens zu schätzen. Als sich die Gelegenheit ergab, meine Reise nach Cerkonus, Tyvia und schließlich nach Morley zu Papier zu bringen, verließ ich meine Position als Angestellter der verstorbenen Lord Estermont. Haben wir das nicht schon gelesen? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht leide ich wie so viele aus dann unter dem Übermaß an Kultur. Aber ich war von Morley enttäuscht. Im weiteren Verlauf dieses Reisetagebuchs, ja, das kennen wir schon. Das Reisetagebuch, also gibt's nichts Neues hier. Gehen wir gleich mal hoch, gucken, wo mal Leute töten können. Eigentlich dürfte hier keiner mehr sein, weil wir haben ja schon alle umgebracht vorher. Eine Standuhr. Sieht ein bisschen anders aus, oder? Guck mal. Okay, es ist keiner da. Babywiege. Irgendwo hier waren. Was ist bitte oben? Hä? Anscheinend liegt immer ein neuer irgendwie immer so. Scheiß Ratten! Stirbt! Rattengulasch, Rattengulasch soll ja gesund sein. Rattengulasch, Rattengulasch, Rattengulasch. Pandisien. Auszug aus einem Reisetagebuch von Anton Sokolov. Die Männer, mit denen ich unterwegs bin, sind gute Seeleute, von denen zweifellos die Hälfte ihrer Erfahrung durch die aufmüpfige Piratenschiffe des Zerkonischen Archipels gesammelt hat. Mhm. Also mit anderen Worten, Piraten. Oder vielleicht sollte ich waren gute Seeleute sagen. Denn die Hälfte von ihnen starben noch, bevor wir die zerklüfteten roten Klippen erblickten, die jene begrüßen, die den sogenannten fernen Kontinent besuchen. Krankheit, Zwist, vergiftet von einer Schule oder besser einem Schwarm fliegender Fische, die vogelgleich über die Wellen segeln und zu Hunderten auf Deck landeten, um jeden, der sie berührt, mit ihrem giftigen Stacheln zu stechen. Zwei Männer von stürmischen, dämonischen Winden über Bord geweht. Der ruhige, tyrannische Navigator, tot in seiner Koje. In seine weißen Felle gewickelt, die Augen angstgeweitet. Nur wenige haben den Ozean überhaupt überquert. Und der Weg nach Pandisien ist weiter, als die meisten es sich vorstellen können. Mehr starben beim Erklimmen der Klippen. Und nun stehe ich mit nur mehr einer Handvoll Männern hier und blicke über das großartigste Land, das jemals existierte. Meine Verbündeten haben Angst, denn sie sehen. Denn was sie sehen, übersteigt ihren Verstand. Und nun ist auch der Kapitän tot. Gebissen von etwas, das wie ein Primaulwurf aussah, doch das auf ein. Berührung mit rasendem Zorn reagierte. Nun liegt es an mir, sie zu führen. Ich glaube, das ist der gleiche Text, den wir auch schon mal gelesen haben, irgendwo. Warum verschwinden denn die Bücher nicht? Leute! Wo ist das Pendel? Hallo, klopf, klopf. Was meinst du? Ich glaube, er ist tot. Hä? What the fuck? Hey. Lalala, ich bin nicht hier. Nein, nein. So, Leute. Jetzt geht's wieder ans. Da unten liegt was. Oh. Ich will so mal ein Alexino. Verpisst euch.
Was? King Sparrow Feder. Okay. Komme ich hinterher? Ah, dahin. Duck, voll die. Hängt der Kopf da gerade? Geil, guckt euch das mal an. Das haben wir doch schon mal rausgeholt. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschaum. Ernsthaft, das sieht mich nicht. Ups. Hilfe, Hilfe. Achtung, ein Toter. Geil, guckt euch das mal an hier. Der hat wohl seine besten Tage hinter sich, was? Tja, mein Guter. Oh. Ja, ich war wohl mal, ha? Was haben die denn mit dem gemacht? Gefoltert anscheinend, ha? Was liegt hier? Was nützlich. Die Seuche, das kennen wir auch schon. Ich lese ich alles dreimal. Was gibt's hier so zu gucken? Nichts. Wie Sie sehen, ist hier nichts. Doch, hier. Beutel. Das Leid, das sehen wir auch. Ja, yeah, wir haben eine Rune gefunden. Nee, das betätige ich jetzt nicht. Kennen wir das schon? Ich bin gebeten, von dem Problem zu erzählen. Also los geht's. Hier arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Ich sehe meine Finger so gut wie nie. Das kennen wir auch schon. Hallo. Komisch, da kriegt auch keine Schnitte dazu, seht ihr? Der blutet nur mehr. Na gut. Wir trinken einen auf dich. Ups. Das war nicht ich. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Komm schon, trink das doch auch. Da. Hm, sogar mit Strombalken. Gucken wir mal nach. Kriegt er hier. 5 Runen. Geil. Wo ist das tödliche Schwarm? Windstoß. Irgendwas mit einem Rattenschwarm, der andere angreift und nach kurzer Zeit verschwindet. Der Schwarm verzehrt außerdem Leih. Oh, das ist klar. Ich möchte das lesen. So. Einen großen Rattenschwarm. Der andere angreift noch kurz auf ihn. Der Leichenschwarm verzerrt aus dem Leichen deutlich schneller. Rattenschwarm. Wo ist denn das mit? Beherrschung. Ah, hier! Das haben wir schon gemacht. Windstoß. 3 Runen. Schattenangriff. Überrascht Gegner, die dich nicht sehen. Beim Sterben zu Asch. Okay. Baut Adrenalin auf und ermöglicht dann tödliche Nahkampfschläge. Okay. Setz dich schon mal. Das machen wir auf jeden Fall. Kraft, Vitalität. Du bist jetzt eine erweiterte Gesundheitsanzeige. In der 2. Stufe regeneriert sich deine Gesundheit stärker und schneller. Gut. Danke für deinen Hinweis. Windstoß würde ich mal nehmen. Windschuss.
Drücke rechte Maustaste, um einen mächtigen Windstoß zu erzeugen, der deine Gegner umwirft und verschleudert. Mit dieser Kraft kannst du auch Feuer löschen, Holztüren zerschmettern und Geschosse wie beispielsweise Pfeile zum Schützen zurückschleudern. In der zweiten Stufe werden Gegner mit einer solchen Wucht gegen die Wände geschleudert, dass sie dadurch sterben. Coole Sache, Junge. Eine Runde habe ich noch. Die halten wir auf. Ich feiere das immer noch. Also was? Ich ziehe dem jetzt einfach mal seinen Stecker. Ups, der Kopf ist runtergeflogen. Bum, 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 bum. Genau, ich soll wieder runtergehen. Hier hinten liegt noch was. Danke für die schöne Karabe. Also viel mehr als 100 habe ich dadurch auch nicht, aber okay. Was, hat's was mit der Pendu auf sich? Die war vorhin noch nicht da, oder? Also, als erste Mal, als wir da waren. Eigentlich jetzt nicht vorher, als wir hochgegangen sind, sondern davor. Genau, da will ich hin. Leute, wir haben heute ein... Der Feigling ist geflohen. What the fuck? Oh nein! Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Hilfe! Umzingelt ihn! Los, stopp schon! Jawohl! Fuck! Fuck! Nein! Mach auf, Junge! Nein! Scheiße! Letzter Speicherpunkt. Der Feigling ist geflohen. Granate, 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 Granate. Wir haben keine Granaten mehr. Uhu, uhu. Na komm her. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Gar nichts. Fuck. Ich weiß, dass du hier bist. Aus der Schuss. Arschloch. Jemand ist verletzt. Passt auf. Nimm das, das war's mit dir. Jawoll! Der da drin guckt nur doof. Ich hab nicht gedacht, dass ich den treffe. Was? Erst weg! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen. Wo bist du denn? Hä? Wo bist du? Bin ich blöd? Lachen. Dann muss ich ihn. Ernsthaft? Ich weiß, dass du hier bist. Ja, ich weiß auch, dass du hier bist. Ich weiß, dass du hier bist. Achtung, Bürger von Dunwall. Thaddeus Campbell, der frühere Oberaufseher, ist kein Bürger von Dunwall. Er trägt nun das Zeichen des Ketzers. Und nach einer der ältesten Traditionen des Jedermanns. Wenn ich dich finde. Ja, jetzt findest du. Siehst du, jetzt hast du mich gefunden. Herzlich willkommen in meinem Leben. Oder besser gesagt, ich hab dich gefunden. Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Junge, ich will hoch hier.
Leck mich doch. Weg da! Verpisst euch, ihr scheiß Ratten! Geht die Leichen fressen, die ich euch besorgt habe. Hier liegt der noch. Man kommt schon, Leute. Dein Kopf könnt ihr nicht einfach so liegen lassen. Das ist doch das Beste. Mensch. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ziele. Aha, darunter. Slack Joe. Falsche Richtung. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Mensch, wo bin ich jetzt hier gelandet? Meine Fresse, was tue ich denn nur? Ich will doch zum Destillierbezirk. Achtung, Bürger von Dunwall. Achtung. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Soldier Square wurden gegen jetzt abgewiesen. Und zusätzliche Patrouillen sind im Einsatz. Verdächtige Personen werden als feindliche Elemente. Hallo? Kenner im Mülleimer. Gut, dann war's das. Was ist hier? Guten Tag. Heilkräuter! Geld. Handbolz. Jeder isst so, ne? Oh. Zack. Lecker. Man muss sich ja mal voll fressen hier. Sonst knurrt er mir den Morgen. Hier sind ja Tote. Was ist das? Mach mal das Klo zu. Nicht, dass nur stinkt. Was für ein Chaos. Die Stadt geht zugrunde. Ja. Hey, da hat er seinen Hut verloren. Stimmt deiner, ne? Wo ist denn dein Bruder? Hier, kein Woch. So, dann machen wir das nur schnell hier. Hey, Moment! Mir fällt gerade auf, warum zahle ich immer den ganzen Whisky? Weil du. Ich sag jetzt nichts weiß dazu. Doch, dass ich nicht weiß, welche Münze wie viel wert ist. Schon peinlich. Scheiße, ist genauso wie mein Kind, wenn man nicht weiß. Also wie viel sind jetzt 5 Euro wert? Aus dem Weg, ich habe was Wichtiges zu erledigen. Geht's vielleicht runter? Wo denn? Ach toll, ich bin an den Deppen vorbeigelaufen. Grüß dich, Junge! Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Fletcher, ich bin's, Crowley. Für den Fall, dass du nicht zurückkommst. Du hattest recht. Jemand will deinen Tod. Will die Destillerie übernehmen. Die ganze Bottle Street Gang. Kommst nie drauf, wer es ist. Hatte auch keinen Schimmer. Deshalb brauchte ich so lang. Wollt sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Crowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachung. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell.
Wisst ihr? Slagshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denkt drüber nach. Vielleicht können wir uns nochmal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Wollen wir die selber umbringen oder nicht? Mal gucken, ich nehme es mal an, ich frage mal nach. Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, um das Zeug da rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten um. Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund, und dann erledige ich die Pendleton-Brüder. Ganz einfach, muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht und niemand sieht sie jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Slickjaw es auch nicht. Na gut. Ja, spuck mal in die Ecke, Alter. Na gut. Ich bedanke mich bei euch mal fürs Zugucken. Wir werden das in der nächsten Folge mal abchecken. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls euch gefallen hat, abonniert mich auch noch zusätzlich, damit ihr immer wieder die neuen Videos von mir seht. Und wisst, wann ich was online stelle. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.